Lange habt ihr drauf gewartet. Nun geht es weiter mit The Force. Es wird Tor zusammen mit mir, Fächern. Lang ist es her. Jetzt geht's endlich weiter. Viele von euch haben immer wieder gefragt, wann kommt es wird Tor? Wann kommt es wird Tor? Wann kommt es wird Tor mit Fächern? Jetzt. Gut. Erstmal wieder Gruppe inladen, oder sind wir schon in einer Gruppe? Nein, erstmal wieder einladen. Ja, machen wir. So, annehmen, so, weiter geht's. Wo müssen wir hin? Ich muss irgendwas von 0 von 5. Genau, wir müssen in ich muss in Nagasagos Grab und muss dort ein paar Sachen sammeln. Meine letzte Prüfung. Schaut euch an, wie sie schon fast in ihrer Sithrobe rumläuft. Ist noch ein bisschen rot dabei, aber die wird noch dunkler, hoffe ich. Ich will endlich ein Laserschwert. Ist das ein Nervequest? Nehmen wir mit, oder? Akolyt, kann ich euch einen Moment sprechen? Aus dem Weg, Wurm. Bitte, ich wollte euch nicht beleidigen. Ich wollte nur... Da war dieser andere Akolyt. Er ist erst kürzlich in dieses Grab gestiegen und nicht wieder herausgekommen. Er ist dort drinnen gestorben. Was für ein Schwächling. Der Tod ist nur das letzte Versagen der Schwachen. Ich fürchte, auf Korriban ist das noch wahrer als anderswo. Der Akolyt, der hineingegangen ist, er war von der guten Sorte. Freundlich und offen. Er sagte, er wollte das Grab betreten, um sich seinem Vater zu beweisen. Ich dachte nur, es wäre nett, wenn jemand die Leiche zurückbringen und seinem Vater sagen würde, dass er es nicht geschafft hat. Dann tut es doch selbst, nutzloses Weibsbild. Ich würde dort drin niemals überleben. Und selbst wenn, man würde es mir niemals gestatten, seinen Vater zu sehen. Er gehört zur dunklen Ehrenwache in der Akademie. Nur Sith dürfen den Bereich betreten, in dem er Wache hält. Doch ihr könntet die Leiche finden und zu seinem Vater bringen. Bitte, werdet ihr das tun und den Gefallenen ehren? Die dunkle Ehrenwache sollte besser dafür sorgen, dass sich die Sache lohnt. Ich danke euch vielmals. Wenn ihr die Überreste des Akolyten im Grab findet, lasst es mich wissen. Ich kann euch sagen, wo ihr seinen Vater in der Akademie finden könnt. Viel Glück. Glück. Hat sie gesagt, er war nett. Ja, und nett. Und offen und freundlich. Und ja, da sieht man, was er davon hatte. Ganz wie ich es in Erinnerung hatte. Absolut unheimlich. Also weit ist er nicht gekommen. Ich muss jetzt hier ein paar Sachen machen. Du musst dahin, ich muss links rum. Ich bin da wieder kräftig am Schlitzen. Wie sie immer gegen meine Gefährtin gehen. Ist sie auf Heilung eingestellt? Weiß ich nicht, wie man das macht. Hat sie bei ihrem Symbol 2 grüne Pfeile? Symbol? Da, wo ihr. Sie hat auch ein Symbol bestimmt irgendwo. Links unten in der Ecke. Hat sie da einen grünen Pfeil? Das ist, heißt, sie ist auf Heilung eingestellt.
Ich weiß halt einfach, du nimmst für deine Quest. Na, wenn ich das wüsste, sag ich das vielleicht. Guck auf der Karte. Cool wäre es, wenn irgendjemand weiß, was das zu bedeuten hat, wenn die dunkle Seite der Macht gewonnen hat. Muss ja irgendeinen Nutzer haben. Ein Nutzer bestimmt, aber... Hier steht, du musst was für die Quest machen. Na, eigentlich macht sie auch Gefährdin. Hast du das im ersten Raum dann nicht mitgenommen? Doch, doch. Oh, der Typ, die Statue, ja. Ah, okay. Dann kann's weitergehen. Deine Wette ist aber sehr freundlich, die heilt auch mich. Schützergruppe. Die weiß, wenn sie es nicht macht, dass es da ein Blitzding ist, du. Ich weiß nicht, wo sie da immer drauf rumtrickt. Auf jeden Fall sehe ich nicht, wo sie drin wird liegt. Kann ich dir nur sagen, irgendwas wird sie schon machen. Die versucht zu flüchten. Ich meine, wer sagt dir, dass sie nicht versucht zu flüchten? Kannst du die dir Entfernung schießen? Ab hier könnte ich. Und ab hier. Wir haben sogar vom letzten Mal immer noch unseren erheblichen Erfahrungsschub, der verbraucht sich also nicht, wenn wir offline gehen. Das ist doch schön. Ich habe ja jetzt Abo abgeschlossen, hast du auch? Ja, habe ich auch. Ja, also haben wir doch, doch irgend so einen Link, oder? Ja, so einen Link haben wir, wo man andere Leute werben kann. Den Link hauen wir euch in die Videobeschreibung. Wenn ihr anfangen will, ja. Wir können uns somit unterstützen. Und ich glaube, wenn sie mit dem Link anfangen, haben sie auch noch einen Vorteil davon. Und dann müsste ich jetzt nochmal nachlesen, was es genau war. Nicht genauso, aber ich weiß, es gab auch was für diejenigen, die das benutzen. Kartellmünzen? Wenn man ein Abo abschließt, kriegt man kostenlos jeden Monat 500 Kartellmünzen. Stimmt, die habe ich jetzt schon bekommen für den Monat. Nur leider weiß ich nicht, was ich damit soll. Im Kartellmarkt könntest du dir jetzt ein Adaptivrüstungsset kaufen oder Farbkisten. Mal langsam, durch. Ja? Nicht alles auf einmal. Was ist denn das Set, was du jetzt da genannt hast? Es gibt im Kartellmarkt mehrere Sets, die man dann, wenn wir Berufe haben, manuell aufwerten können mit Zeugs, das wir wollen. Jetzt hole ich mal ein anderes MMO raus.
so ganz komisches, wo ganz viele Leute spielen. Und da gab es accountgebundene Sachen, mit die dann beim Charakter mitgelevelt sind. Gibt's das? Nein. Schade. Also gibt es hier keine so Rüstung, wo da es ist halt mehr Erfahrung raushaut oder nee, so? Nee, das ist einfach nur eine Rüstung, die ist komplett wertelos. Und so wie in einem anderen MMO man mit Edelsteinen zum Beispiel Werte drauf machen konnte, kann man das dann auch. Man kann über Berufe Sachen herstellen und dann diese Ausrüstung verbessern. Übrigens, wir wissen, dass ihr wissen, welches MMO gemeint ist, aber ja, Produktplatzierung und so, wir wollen nicht. Ich geh mal schnell kurz verkaufen. Ja, wenn du das machst, mach ich das auch. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Ich hab noch so ein paar Questbelohnungen. Und wir befinden uns mal wieder an einer typischen Kreuzung. Ja, ich hab's schon gesehen. Leben Sie wohl. Na dann, Chili. Na, mal buffen. Wer weiß, was hinter der Tür lauert. Bis dann. Da ist es. Der geheime Eingang zur versteckten Höhle ist hier drin. Ich muss mich nur gerade orientieren. Lass dir Zeit, Sklavin. Es reicht, wenn du den Eingang gefunden hast, sobald ich mit deinem neuen Meister fertig bin. Oh, gut. Wir haben uns schon einsam gefühlt. Und wer kommt da vorbei? Mein alter Freund Vemrin. Meine Leidenschaften sind stärker als eure. Ich bin die Essenz dessen, was ein Sith ausmacht. Mein Recht wurde mir lange genug vorenthalten. Ab heute wird man euch vergessen. Es endet hier und jetzt. Schon besser. Es war meine Bestimmung, Baras Schüler zu werden. Bin ich so weit gekommen? Habe ich so viele Hindernisse überwunden, nur um mich jetzt als unwürdig zu erweisen? Ich habe lange darauf gewartet, euch in eure Schranken zu weisen. Stellt euch vor, es war einfach, euch zu besiegen. Dann tut es! Tötet mich! Alle Achtung! Gute Arbeit! Du sprichst nur dann, wenn du dazu aufgefordert wurdest, Sklavin. Au! Banta-Dreck! Wofür war das denn? Ich muss dich in deine Schranken weisen, sonst vergisst du noch deine Stellung. Geht das nicht schriftlich? Meine Güte! Der geheime Eingang ist gleich hier. Keine Ursache. Hier ist mein Dank an dich, Sklavin.
Viel Spaß damit. Oh, es tut mir leid. So sieht es aus, wenn wir welche länger nämlich sehen, wenn wir den Geheimgang da durch müssen. Und so werden wir wieder zusammenkriegen, ne? Gleich geht's besser.